Ja, wir machen das jetzt, glaube ich, etwas länger als ein Vierteljahr. Und ich finde, seitdem hat sich sehr viel verändert. Also erstens mal habe ich sehr viel Spaß und Freude an dem Training gewonnen, sodass ich es gar nicht mehr missen möchte, was ich mir anfänglich ganz und gar nicht vorstellen konnte. Und ich finde, dass mein gesamtes Körpergefühl sich verändert hat. Und kann es nicht anders sagen, als dass ich mich einfach anders fühle im Alltag, in allen Bewegungen. Und dass sich das auch sehr deutlich auswirkt auf meine mentale Verfassung. Also ich finde, ich bin einfach besser drauf und habe deswegen das Gefühl, dass der Zuwachs an Muskulatur und an Koordinationsfähigkeit sich auch sehr, sehr gedeihlich rückvermittelt auf meine seelische Verfassung und Leistungsfähigkeit. Und daher hat sich sehr, sehr viel verändert. Glücklicherweise habe ich auch noch etwas an Gewicht verloren und das ganz ohne jede Diät. Das ist eine erfreuliche Angelegenheit. Die Lage war mehr die, dass ich sehr erschöpft war und in ganz mich in elender Verfassung gefühlt habe zum Jahreswechsel. Und eigentlich meine Frau es war, die sagte, so kannst du nicht mehr weitergehen. Und ich habe mich geschämt, ins Fitnesscenter zu gehen, wegen dicken Bauch und so weiter und so fort. Und meine Frau kannte Rohit aus dem Training und sagte zu mir, das ist der Mann, zu dem du musst. Und da habe ich mich von ihr drängen lassen und ich habe es nicht bereut. Ja, ich würde es natürlich anderen Menschen empfehlen, weil ich selber so gute Erfahrungen damit gesammelt habe. Ich würde es Menschen empfehlen, weil ich glaube, dass es dazu beiträgt, die körperliche Fitness deutlich zu steigern und ein anderes Verhältnis auch zu sich selbst zu entwickeln. Von daher, also ich kann es vor allen Dingen älteren Personen wie mir auf jeden Fall empfehlen, die vielleicht auf eine Art schon mit körperlicher Leistungsfähigkeit und Sport auch ein Stück weit abgeschlossen haben. Und das Training von Rohit, finde ich, führt einen in einer ganz neuen Weise wieder ans Sport machen. Und hat, davon gehe ich aus, gute gesundheitliche Effekte. Also ich selber hatte zum Beispiel um die Weihnachtszeit noch eine beträchtliche Rückenkrise. Und seit ich das Training mit Rohit mache, verhält sich der Rücken ruhig. Allein das ist schon Effekt. Von daher kann ich es vor allen Dingen Leuten empfehlen, die von sich selber den Eindruck haben, dass ihre körperliche Leistungsfähigkeit aufgrund Alter oder vielleicht auch von Erkrankungen allmählich an die Grenze kommt. Ja, es gibt sehr viel, was mir am Rohit Training sehr gut gefällt. Was mir, glaube ich, am besten gefällt, ist, dass Rohit eine sehr behutsame Gabe hat, mich an meine Grenzen ranzuführen, was meine muskuläre und körperliche Leistungsfähigkeit betrifft. Und gleichzeitig diese Grenzen nie überschreitet. Also ich hatte in dem ganzen Training nie das Gefühl, von ihm überfordert zu sein oder mich hinterher nach dem Training aufgrund des Trainings irgendwie erschöpft oder überstrapaziert zu erleben. Manchmal ein bisschen Muskelkater, das war's. Ansonsten finde ich, dass Rohit eben sehr gutes Gespür für Grenzen hat. Ich finde, dass das Training sehr, sehr abwechslungsreich ist. Also Rohit bringt immer wieder neue Übungen und neue Methoden ins Spiel. Ich schätze an ihm, dass er nicht kein überkandideltes Lifestyle-Theater veranstaltet, sondern sehr ernsthaft und zugewandt dieses Training macht. Ein dritter Punkt, den ich enorm schätze, ist, dass Rohit, finde ich, eine sehr ausgeprägte Kundenorientierung hat. Also Rohit hat sich perfekt auf meine Arbeitsabläufe und meine Alltagsabläufe eingestellt. Ist sehr flexibel, wenn es um Anpassung geht, an kurzfristige Veränderungen und kümmert sich sehr zugewandt um mich. Und der vierte Punkt, den ich sehr schätze, ist seine hohe Kompetenz auch in medizinischer Hinsicht. Also Rohit kann medizinische Hintergrundinformationen geben, Dinge erläutern und auch in einer weitergefassten Gesundheitsfürsorge sehr gut beraten. Also so fühlt man sich bei ihm eigentlich rundum gut aufgehoben und es macht zunehmend auch Spaß.